forma del passato prossimo e completa la tabella. Ok? Capito? Molto bene. Prendiamo Pina. Oggi è la giornata di Pina, va bene? Allora, Serena, prego. Ha mostrato. Conosce il verbo mostrare? Ciao, also... Mir deutsch italienisch und mir gefällt italienisch voll gut, weil es ist voll die schöne Sprache zum Lernen. Und man kann es auch dann voll gut brauchen später, dann auch im Berufsleben. Wenn man zum Beispiel im Tourismus ist, dann kann man dann auch mit den italienischen Gästen auf ihrer Sprache reden und das schätzen die Gäste dann auch immer sehr. Genau, darum ist es eigentlich voll schön, dass wir die Möglichkeit haben, zum das lernen. Ciao! Buongiorno, mi piace molto apprendere l'italiano. Wir lernen da Italienisch in der Schule und es ist echt ein cooles Fach, weil man das voll gut brauchen kann, eben im Tourismus und so, und dann gut mit den Gästen kommunizieren kann. Und ich gehe auch im Sommer ins Praktikum nach Italien und freue mich dann schon, die Sprache wirklich gut zum Lernen, und es macht echt voll Spaß. Arrivederci! Buongiorno a tutti, wir sind jetzt in einer Italienisch-Klasse und die Schüler der vierten Halte lernen Italienisch, zusätzlich lernen Englisch, Französisch, Spanisch und sogar auch Chinesisch. Sie fangen in der dritten Klasse mit 2 Stunden, dieses Jahr haben wir auch 2 Stunden und nächstes Jahr 3 Stunden, dann können sie in Italienisch auch für die mündliche Matura antreten. Einige machen auch das Auslandspraktikum, auch in Italien, aber sonst auch in viele andere Nationen von Europa. Ja, wir sind eine Tourismusschule und Italien ist ein Nachbarland und eine der größten Ziele für die Österreicher ist Tourismus und umgekehrt auch viele Italiener kommen nach Österreich. Deswegen lernen wir Italienisch und auch für die Wirtschaft. Spielt seine Rolle. Und eine kleine Anekdote, wir hatten eine sehr, sehr schöne Italienfahrt und eines Tages aber war das Wetter sehr schlecht auf einer kleinen Insel und dann haben wir uns, die Schüler wollten unbedingt eine Wanderung machen und dann haben wir entschlossen für eine kurze Wanderung durch die Insel und dann hätte uns ein Taxiboot abholen müssen, aber... Aber nach 4 Stunden Wanderung ist ein richtiger Sturm gekommen und mit hohen Wellen und wir mussten alles zurückwandern und es war sehr amüsant, oder? Und spannend.